Ladies and Gentlemen, Rustig Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und ja, es ist ein wichtiges Video, denn wir arbeiten in GTA ziemlich viel. Und viele Leute von euch fragen mich immer, ey Rustig, wo ist eigentlich dein Haus? Wo wohnst du eigentlich? Und ich kann euch sagen, Leute, in den letzten Wochen habe ich unter der Brücke gewohnt. Ja, bitte nicht lachen, Leute. Ich habe wirklich, ich will da jetzt nicht hingehen, ist auch egal. Ich habe einfach kein Zuhause in GTA, Leute. Ich habe auch kein festes Auto. Ich habe gar nichts, wenn man so bedenkt, Leute. Aber, Freunde, jetzt schnallt euch an. Ich denke, wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Folgen so viel Geld gemacht, dass es jetzt endlich Zeit wird für ein Zuhause, Leute. Denn, ich kann auch nicht immer irgendwo da wohnen, dort mal im Hotel, dort im Apartment, dort bei Touren übernachten, da mal bei Max übernachten, da mal mit Sue unter der Brücke schlafen. Das geht nicht so weiter, Leute. Denn heute in dieser Episode werden wir unser erstes richtiges Haus holen in GTA, wo wir die nächsten Monate, Jahre hoffentlich glücklich leben werden, Leute. Aber dazu habe ich noch eine richtig geile Idee. Werden wir noch zum Autohaus fahren und uns ein neues Auto kaufen, Leute. Natürlich, bei Auto würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das paar Jahre fahre. Ich bin gerne ein Typ, der gerne auch mal das Auto wechselt, Leute. Aber wir kaufen uns heute jetzt ein neues Auto, weil wir haben echt gut Geld beiseite, Leute. Kaufen uns erstmal ein schönes Auto, dann ein schönes Häuschen, vielleicht auch eine Wohnung, ich weiß ja nicht. Je nachdem, was der Immobilienmakler hier so freies hat, Leute, werden wir uns anschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, mein geiles Haus zu sehen, beziehungsweise jetzt gleich mein cooles Auto, Leute, dann lasst jetzt ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um das Ganze nicht zu verpassen, wie wir unser Haus einrichten, wie wir dort leben, alles drum und dran. Und jetzt erstmal Premium Deluxe Motorsport, Leute. Hier ist halt ein Autohaus, ganz easy. Wir gehen hier jetzt mal rein, gucken mal, was die hier haben, Leute. Und werden uns jetzt erstmal umschauen. Die haben hier irgendeinen Jeep, das ist nicht so schön. Lambo sehe ich schon, Leute. Wenn ihr jetzt... Einen wunderschönen guten Morgen bei Premium Motorsport. Guten Morgen. Ich suche ein Allrounder-Fahrzeug. Ich brauche so ein... Ich brauche jetzt keinen Rennwagen. Ich brauche jetzt auch kein irgendeinen Wagen. Ich brauche so ein tägliches Alltagsauto. Wissen Sie? Schön kommen bequem. Sie mal, kommen Sie mal. Sie genau. Müssen gar nicht weiter reden. Sehen Sie das Schild auf der linken Seite? Yeah. Sehen Sie, was da drauf steht? Stani Müllperformance. Richtig. Oh. Und da Sie nicht bei ihm sind, sondern hier bei uns bei Premium Motorsport, kann ich Ihnen natürlich gleich nur das Beste empfehlen. Wir haben Autos von aller Welt. Wir haben hier unter anderem die höchste Klasse von einem Audi. Wir haben Lamborghinis. Alles, was Ihr Herz begehrt. Wir können ja uns erstmal den Lambo hier angucken. Aber das ist, finde ich, nicht so ein Alltagsauto. Der ist sportlich, der sieht gut aus, aber der ist nicht so Alltag geeignet. Also würde ich jetzt nicht so bevorzugen. Was haben wir? Bevorzugen Sie das nicht? Okay, nee. Dann kommen Sie mal rüber. Was ist dann hier? Dann kann ich Ihnen ja den Audi hier zeigen, wenn Sie möchten. Oh, hier, oh, das ist ja ein Bugatti. Alter! Sie, ja, naja, Sie meinten doch, Sie wollten was Altes. Ja, ja, das ist auf keinen... Sie wollen doch kein Bugatti, das können Sie sich wahrscheinlich auch gar nicht leisten, oder? Ja, doch, ich glaube schon, aber ich glaube, diesen Bugatti, ja, das ist nicht alltäglich. Oh, so ein Audi, Leute, ich sag euch ehrlich, ja, das ist doch gut. Ja, 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 ja. Das steht Ihnen auch gut, auch ja. Die Karosserie ist alles komplett neu gemacht worden. Auch die Farbe, das Rot passt natürlich auch. Leute, ihrem, was sagt ihr? Grün. Aha, ja, ja, ich sehe schon, ist gut. Also, ja, Farbe ist mir egal, kann man ja noch ändern. Aber Leute, jetzt mal ohne Witz, so ein Audi als Alltagsauto, würdet ihr mich drin sehen oder nicht? Okay, dann haben wir hier noch eine dicke G-Klasse. Oh, Leute, das ist ja natürlich auch fest. Stellt euch vor, ich in so einer 6x6 G-Klasse, wie der Chef aller Chefs. Aber ich sag euch ehrlich, vielleicht werden wir uns ja auch irgendwann mal mehrere Autos kaufen. Wir fangen ja klein Moment an. Mal. Unser Fuhrpark, ja? Moment mal. Ich gucke gerade. Yeah. Ich bin gerade dabei, Sie richtig zu analysieren. Wissen Sie? Ich nehme alles zurück. Kein Audi, kein Bugatti, kein Lambo, keine G-Klasse. Wissen Sie, was wirklich für Sie zugemacht wurde und zurechtgeschnitten wurde, sozusagen? Was denn? Kommen Sie mal. Dieser Mercedes passt wie Faust aufs Auge zu Ihnen. Ich sehe das Leute. Doch. Ich rieche das. Das, der passt perfekt zu Ihnen. Vertrauen Sie mir. Leute, das ist ja eine dicke... S63 AMG. Oh mein Gott, ein S63 AMG Cabrio, Leute. Also wenn das nicht... Es ist ein sportliches Auto. Es ist sehr bequem zum Fahren. Ey, Leute, das erinnert mich auch... Oh mein Gott. Und ihr wisst ja, ich fahre ja im echten Leben auch ein Benz, Leute. Ich denke, wir haben unser Ding. Wartet mal, lass mich mal kurz innen schauen. Leute, dieser durchgezogene Display, alles schön Interieur. Oh, dann noch Cabrio. Natürlich können wir die Farben ändern. Also das rötliche Cabrio-Dach ist nicht so meins, Leute. Wir könnten natürlich zu einer Werkstatt fahren. Wissen Sie was? Ich nehme diesen Mercedes.
Das ist es. Ist das wirklich so? Wollen Sie den wirklich haben? Ja. Dann kommen Sie mal mit, dann mache ich alle Papiere erstmal. Ja, machen Sie alles fertig, genau. Zusätzlich sind Sie natürlich hier bei uns in der Lage, das Auto so aufzutunen, wie Sie das haben wollen. Sie können die Farbe nochmal verändern. Ach so, das können Sie jetzt hier schon. Das können Sie auch hier bei uns machen, aber natürlich müssen Sie dafür einen Termin vereinbaren. Das geht leider nicht mehr heute. Ja, wie nicht mehr heute? Heute funktioniert das leider nicht. Ja, okay, nicht mehr. Ich zahle Ihnen extra drauf, wenn ich die Werkstatt benutze, aber selber tune. Normalerweise brauchen Sie eine Lizenz dafür. Haben Sie eine Lizenz? Ist ja mein Auto, wenn ich es gekauft habe. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ja, aber ich meine, bei uns hier das zu tunen, darum. Ja, aber ich tune ja mein eigenes Auto selber. So, wissen Sie, was ich meine? Sie können ja, das aber bei uns. Ja. Das dürfen Sie nicht bei uns machen. Sir. Machen Sie den Vertrag gleich, ich benutze kurz Ihre Garage. So, ich benutze kurz Ihre Garage. Ich habe mal auch eine Werkstatt gehabt damals. Ja, gut, wissen Sie, ich bin ja auch nicht hier der Chef, aber das kriegen wir schon hin. Aber sagen Sie meinem Chef nicht Bescheid, so, okay? Okay, also das Geld ist raus, ne? Ich überweise Sie nochmal per Banküberweisung. So, hier für das Auto, zack, zack, super. Zack. So, ist da, ja? Ich nehme das Auto, ich fahre das kurz in die Garage rüber, ja? Machen Sie das und freuen uns, klar, dass Sie uns hier begehrt haben. Beehren Dankeschön. Sie uns hier bald wieder. Dankeschön, Sir. Ey, Leute, jetzt haben wir unser erstes Auto, Leute. Ich denke, mit diesem Auto haben wir absolut nichts falsch gemacht. Ein Allrounder-Fahrzeug, so wie es im Buche steht. Warte, wir machen kurz Cabrio-Dach auf. Oh, lol. Das leuchtet, wenn man einsteigt. Leute, wenn man einsteigt, wird das richtig rot. So, habt ihr gesehen? Oh mein Gott, das ist nicht irgendein Benz. Das ist ein RGB-Benz, Leute. Aber so auf... Oh mein Gott. Okay. Guck mal jetzt. Boah. Die Bremsbeläge leuchten, alles. Okay, Sir, sehr cool. Ich fahre in die Garage, ja. Sie Leute. Haben die Zusatzfunktion herausgefunden, wie ich gerade sehe. Ja. Ja. Sehr interessant. Oh, interessant. Leute, guckt euch dieses Ding hier an. Mega. Okay, ich fahre kurz in die Garage rüber, Leute. Super, passen Sie auf jeden Fall auf. So, Leute, wir sind jetzt in der Werkstatt, Leute. Ihr habt gesehen, das Dach leuchtet, wenn man einsteigt. Das ist eigentlich ein richtig cooles Feature. Also, das bedeutet, wir werden das Ganze jetzt tunen. Folgendermaßen, Leute. Also, mein Auto in echtem Leben ist ja weiß. Ich weiß nicht, ob wir es auch weiß haben wollen. Aber wir können auf jeden Fall mal angucken, wie es weiß aussieht. Leute, aber so weiß-rot oder... Nee, schwarz-rot passt... Oh, aber irgendwie auch was, ne? Aber weiß-rot. Also, das Ding ist rot auf rot. Ist nicht so gut, Leute. Ich sag euch ehrlich, das wird vielleicht unser erstes. Oder. Aber das Dach leuchtet ja nicht, wenn ich es schwarz färbe oder so. Weil, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, ich glaube, wir gehen wirklich nur mit einem roten Dach oder sowas. Und werden das Ganze hier. Vielleicht matt, Leute. Matt ist doch vielleicht echt geil. So weiß-matt, Leute. Guck mal so. Weiß-matt. Oder so ein Grau. Nee, Leute, wir müssen... Boah, so ein dunkelrot-matt ist auch sehr interessant. Uff, Leute, aber eigentlich müssen wir unserer Farbe traditionell bleiben, Leute. Wir werden ein matt-rotes Ding nehmen. Und die Sekundärfarbe ist, glaube ich, jetzt wirklich das Dach und so. Wenn wir... Oh, warte mal, jetzt habe ich das ja knallig rot gemacht. Mal gucken. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht jetzt so leicht rot aus und wenn ich einsteige, wird es knallig rot. Also ich glaube, das ist... Oh, aber das ist vielleicht sogar ein bisschen zu knallig. Was ist, wenn wir bei dem Auto einfach bei matt sekundär gehen? So, dann steigen wir mal aus. Guck mal, es ist dann eher so dunkelrot. Man denkt sich so, was ist das denn? Dann steigt man ein und dann plötzlich passt das in der Farbe an, Leute. Guck so. Auch cool, ne? Auch cool. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt... Oh, Leute, ist schwierig. Aber das ist halt unser... Oh, warte mal, das... aber mit... Das Ding ist, mit Weiß wird natürlich auch super aussehen. Ein mit... Boah, aber so ein... Alter. Blau-Silber-Dach. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Lavarot. Boah, das ist natürlich... So ein Lavarot, Leute. Wie sieht das aus, wenn ich aussteige? Ah, das ist ja ähnlich. Boah, ich sag euch ehrlich, ich lasse jetzt mal das Dach so. Obwohl, nee, wenn das Auto so steht, ist es hässlich, Freunde. Also wirklich, ich finde es nicht hübsch, dieses ohne Licht, Leute. Wir legen auf jeden Fall erstmal das Auto ein bisschen tiefer, Freunde. Das ist auf jeden Fall ein Muss, Freunde. Machen eine Panzerung rein, alles drum und dran. Wir können ja noch das Dach auf jeden Fall ändern, Leute. Am Dach wird es jetzt nicht scheitern. Wir machen jetzt mal das Licht an. Ja, aber ich sag euch so, wie es ist. Ich glaube, wir werden jetzt folgendermaßen gehen. Und zwar werden wir jetzt die Sekundärfarbe erstmal einfach auf etwas Schlichteres machen. Was ist, wenn ich es einfach schwarz mache? Was passiert dann, Leute? Wie sieht es aus, wenn ich schwarz habe? Dann sieht es so aus. Und wenn ich dann einsteige,
dann leuchtet es so ein bisschen auf. Nee. Das ist echt nicht einfach. So, Leute, ich habe mich erstmal entschieden. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich diese RGB-Beleuchtung erstmal ausmache, sodass das Dach wirklich schwarz bleibt und dann diese ganzen Sachen. Ihr müsst mal in die Kommentare reinschreiben, welche Farbe wäre cool, so für ein leuchtendes Dach, Leute. Aber erstmal das Auto so schwarz-rot lassen, Leute. Das passt gut zu uns, Leute. Schwarzes Dach, schöne Akzente. Wir fahren das Cabrio auf, Leute, denn es ist auf jeden Fall sehr warm. Und wir rufen jetzt erstmal unseren Immobilienmakler an. Warte mal, ich rufe ihn jetzt erstmal an. Zack, Nummer eintippen und... Hallo? Hallo, mein Name ist Paczynski. Herzlich willkommen bei Schenkels Immobilienmarkt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche eine Wohnung bzw. ein Haus in Los Santos hier, ja? Ach, Moment mal, Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Haben Sie mich nicht gestern schon angerufen? Ja, ich war das gestern. Haben Sie die Objekte ausgesucht? Aber natürlich habe ich alle Objekte für Sie ausgesucht. Moment mal, ich schicke Ihnen mal kurz die Koordinaten und dann okay. Treffen wir uns beim ersten Gebäude. Alles klar, bis gleich, ciao. Super, ciao. Leute, auf jeden Fall unser Alltagsauto, ihr müsst auf jeden Fall eure Meinung dazu abgeben, Leute, und vielleicht die bessere Farbenkombination. Ich bin echt gespannt, was ihr da sagt, aber wir fahren jetzt rüber zu Paczynski oder wie sein Name auch immer war und werden uns die erste Immobilie anschauen, was er uns dazu zeigen hat. Let's go, Freunde. So, Leute, das erste Haus, was verkauft wird. Oh nein, Leute, ich sehe schon, das ist das Haus, wo mal Ronaldo drin gelebt hat, Freunde. Oh, ich kenne das Haus sogar, Freunde. Ich habe hier nämlich schon mal was... Oh Gott, ich kenne das Haus sogar. Aber guck mal, oh, wie gut... Oh, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Paczynski. Freut mich, Sie zu sehen. Guten Tag, Sir. Schönes Kommen Haus. Sie mal. Wir haben nicht so viel Zeit, deshalb müssen wir uns eigentlich beeilen. Ja, Darf ich Ihnen vorstellen? Das alte Ronaldinho-Haus. Ronaldo-Haus, aber okay. Gut, dass Sie selber informiert sind wie ein Meister. Aber das, was kostet das? Nun ja, wir liegen hier bei sage und schreibe 3 Millionen Euro für die Villa mit 1100 Quadratmeter. Ja, aber der Preis ist ja auch, glaube ich, so, weil man ist halt wirklich außerhalb von der Stadt. Es ist keine zentrale Lage, Leute. Weit und breit kein Mensch. Vielleicht läuft eher mal hier ein Reh vorbei. Und ich glaube, der Preis ist so günstig, weil... Ja, Ronaldo wurde sehr oft ausgeraubt. Hier wurde die Villa sehr oft ausgeraubt. Das heißt, es ist übelst die Angriffsfläche für Mafiosis, Leute. Weil, guck mal, was ist besser auszurauben als ein Haus, was mitten im Wald steht? So, wisst ihr, wie ich meine? Ja, also ich sag Ihnen ehrlich, das Haus ist sehr schön. Ich habe das auch mal schon gesehen, so ein bisschen. Aber ach, Sie kennen das Haus. Ich habe ja noch nicht mal angefangen zu erzählen, ja, was hier alles vorhanden ist. Ich... Wollen Sie nicht das Wohnzimmer sehen? Also ich sag Ihnen ehrlich, ich glaube, Sie müssen mir nicht so viel zu erzählen. Die Lage passt mir nicht. Haben Sie vielleicht eher was Zentrales in der Stadt? Bitte, so nicht. Was zentral ist, genau. Lassen Sie mich mal kurz gucken. Einen Moment, ja? Ja, dann gucken muss ich ja Sie. Kurz mein Notepad hier rausholen. Mhm. Moment, weil ich glaube, ich habe was Gutes für Sie, wenn Sie nicht hierher wollen. Ja, dann lass uns da hinfahren. Aber einen Moment mal, kommen Sie mal mit. Ich muss kurz meine Frau Bescheid geben. Die ist hier hinten am Pool, am Chillen gewesen. Warum ist Ihre Frau da hinten, wenn Sie das Nun ja, ich habe sie ja mitgenommen. Okay. Ursula, ich komme bald wieder. Alter, auf Wiedersehen. Also dafür, dass er so aussieht, hat er echt eine schöne Frau, Leute. Da sieht man auch manchmal, dass entweder der Charakter Gold ist oder das Geld in der Tasche, ne? Okay, Sir, fahren wir weiter. Was haben Sie da erzählt? Das nichts, hab ich habe gerade nicht verstanden. Nichts, alles gut. Ich habe gerade nur mit mir selbst geredet. Steigen Sie ein, Sir. Ich kann mit meinem eigenen Auto fahren. Ich werde wahrscheinlich schneller als Sie dann ankommen. Na gut. Oder wissen Sie was? Egal, alles gut. Ich nehme das natürlich gerne an. Wenn Sie da hinfahren wollen, dann tippe ich das mal kurz im Navigator ein. Und ja, da müssen wir mal hinfahren. Okay, kein Problem. Wir fahren da jetzt hin. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal zentral aus, Leute. Er hat auf jeden Fall hier eine Immobilie, die ein bisschen zentraler ist, Leute. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Wir fahren da jetzt mal hin und gucken uns das Ganze an. Let's go. Okay, Herr Paczynski, hier wäre die Immobilie hier und hier. So, okay, hier. Richtig, kann ich reinfahren? Herr Russig, aber natürlich können Sie reinfahren, aber hören Sie mir mal ganz kurz zu. Wir haben noch gar nicht über... Das erzähle ich Ihnen mal erstmal noch nicht. Aber kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen Haus. Mehr alles. Boah, warten Sie ganz kurz. Ich muss mir mal diesen Ausblick hier geben. Leute, also im Vergleich zu der anderen Villa, gebt euch mal diesen Ausblick. Das ist wirklich... Man sieht Los Santos, Freunde. Guckt es euch an, wie schön dieser Ausblick ist. Oh mein Gott. Pool, alles drum. Gefällt Ihnen der zentrale Ausblick auf die Stadt? Geisteskrank. Okay. Ich würde gerne mal... Oh, Fitnessraum Herr haben Russik, wir. Herr Russik, hören Sie mir mal ganz kurz zu. Wissen Sie, was das Besondere an diesem Gebäude ist? Was denn?
Nun ja, ich sag mal, so viele Superhelden wie zum Beispiel der Hulk oder der gute alte Iron Man, der war auch hier, verstehen Sie das? Ach so, das war die mal... Die haben hier gelebt. Eine Superheldenvilla und so, ja? Richtig, eine Superheldenvilla. Alter, aber die sieht Ihnen auch... Soll ich erstmal alles was zeigen hier? Oben ja, im Schlafzimmer, also ich sag Ihnen ehrlich, ja, wir laufen hier mal kurz durch so. Sie müssen mir nicht viel zeigen, ich finde das Haus brutal, also... Alter, es wird ja immer besser. Ich laufe von Zimmer zu Zimmer und es wird immer krasser, Sir, ja? Aber natürlich, passen Sie bitte auf. Jedes einzelne Objekt Aha. hier kann wirklich sehr, sehr teuer sein. Okay. Also bitte nichts kaputt machen. Alter, Leute, also ich sag euch ehrlich, ich glaube, wir könnten hier schon sehr geil leben. Guck mal, hier unser Büro oder so. Alter Falter. Sir, ich gehe ganz nach oben kurz, ja? Aber natürlich, oh, hier ein gesagt, oh mein Gott, Leute. Hier, guck mal, man sieht alles, die Nachbarn, alles reiche Leute. Geisteskrank, Freunde, geisteskrank. Okay, Leute, ich sag euch ehrlich, also wenn jetzt der begehbare Kleiderschrank, das ist riesig. Wir haben eine dicke Garage, wir haben einen geilen Ausblick, wir haben viele Zimmern. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, Freunde, in dieser Villa. Sir, wo sind Sie? Die Villa ist so ich groß. Ich bin ganz unten, ich komme gleich zu Ihnen. Wo sind Sie? Kommen hier sind Sie. Haben hier Sie das Sie. Schon gesehen? Kommen Sie mal rein. Wenn Sie ein bisschen Musik machen wollen, können Sie hier sogar Ihr eigenes Tonstudio haben. Ein Tonstudio sogar? Also das ist geistkrank. Also Leute, ich glaube... Wissen Sie, wer hier gerappt hat? Nein. Neben Hulk und Iron Man war der gute alte Eminem. Hier! Genau, der hat hier Alter, gerappt. Spaghetti, Leute. Mom Spaghetti, Mom Guckt Spaghetti. Guckt euch das an, Digga. Leute, geisteskrank. Mom Spaghetti. Okay, so, ich sag Ihnen ehrlich, was ist der Preis davon? Ich bin sehr interessiert. Natürlich, ich denke mal, jemand wie Sie kann sich das auch easy, problemlos leisten. Kommen Sie mal mit. Ich springe jetzt in den Pool von hier oben. Machen Sie das, aber passen Sie auf. Alter, ist das cool, Freunde. Ja, Sir, ja, was kostet das? Ich will's haben. Gut, da muss ich mal kurz in meine Unterlagen gucken. Oh, ja. Oh, was sehen wir hier? Der Preis ist um 10 Millionen nochmal zusätzlich gestiegen. Mhm. Woran liegt das? Kann okay. ich leider nicht mitteilen. Alles klar. Aber wissen Sie, wo der Preis liegt? Nein. Kommen Sie mal mit. Bleiben Sie bitte auf dem Boden liegen gleich. Nicht erschrecken, ja? Ja. Wir legen hier bei sage und schreibe 80 Millionen für das ganze Gebäude mit 2000 Quadratmeter Grundfläche. 80 Millionen? Richtig, das können Sie sich doch leisten, oder nicht? Ja, klar, aber... Leute, 80 Millionen ist viel zu viel. Also ich habe absolut kein Geld für das... Oh Gott. Haben Sie vielleicht noch eins in der Stadt irgendwo zum Anschauen? Hat Ihnen das nicht gefallen? Sie haben doch gerade gesagt, Sie können das gut kaufen und mögen ja, das. Aber ich bin ja eine einzelne Person. Vielleicht ist es doch ein bisschen zu groß. Ich verstehen Sie, ich könnte mir das leisten, ich könnte es mir kaufen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu groß für mich und deswegen würde ich eher etwas Kleineres nehmen wollen. Haben Sie vielleicht eine Stadtvilla und ein Häuschen, was kleiner ist, was für Moment mich... Moment mal, lassen Sie mich mal überlegen, aber ja. Wir reden hier wirklich, Sie wollen mich nicht verarschen. Oder? Weil am Telefon habe ich Ihnen gesagt, Sie müssen schon viel Geld haben. Ja, wenn Sie ich habe kein Geld haben, dann können wir das ja, alles hier Sir, lassen. Sir, ich habe sehr viel Geld. Ich habe ja nicht umsonst ein S63 AMG als Alltagsauto. Ist nur ja, mein gut, Alltagsauto, ja? Gut, verstehe ich. Gut, dann geben Sie mal hier die Adresse ein. Okay, die Adresse, okay. Richtig? So. Ja, okay, habe ich. Gut. Und auch dort, sage ich Ihnen ehrlich, haben sie schon gutes Ausblick okay. auf die ganze Stadt, wissen Sie? Okay, also fahren wir mal hin, Leute. Aber ich, selbstverständlich. Ich bin jetzt echt gespannt, was die nächste Immobilie ist, Leute. Ich hoffe, das passt mal. Okay, Leute, wir fahren jetzt rüber. Wir sollten gleich da sein. So, Leute, zack, zack, zack. Hier, die Gegend ist auch sehr schön, Leute. Wir sind sehr zentral, nah an der Schule. Ja, hier ist noch ein Haus. Nee. Sir, ich glaube, hier sollte jetzt das Navi einschlagen. Ja, hier. Ist es hier? Richtig, richtig. Das okay. müsste hier sein. Ich war selber nicht so oft hier. Wissen Sie, das ist nämlich ein anderer Grund, aber das erzähle ich Ihnen gleich, warum ja, ich hier okay. selber nicht so oft anwesend war. Okay. Steigen Sie mal aus, aber ich bin mir sicher, dieses Gebäude ja, sollte ja, Ihnen ja. wirklich gut gefallen. Hey Leute, ich sag euch ehrlich, von außen sieht es aus wie ein ganz normales, süßes Haus. Ist jetzt keine Monstervilla, aber wir haben eine schöne Garage, riesige Einfahrt. Hier könnten wir auch unsere Autos stacken, Leute. Hier Parkmöglichkeit. Guck mal, wie geil die Einfahrt ist, Leute. Also hier wie Sie sehen, haben Sie hier ganz viele Parkmöglichkeiten. Ja, sehr schöne Einfahrt, gefällt mir gut. Gehen wir mal ein bisschen rein hier, ich zeige Ihnen alles. Okay. Wow! Also, wir sind Alter, alles schön im modernen Weiß gehalten. Für die Sichtbarkeit. Das sind alles Schlüssel von dem Haus hier? Richtig, ganz viele Schlüssel. Und wie Sie sehen, Aha. fehlen da sogar einige, aber das hat auch seine Gründe. Okay, okay, okay. Ich bin jetzt, Alter, Leute, wie luxuriös sieht das hier? Alter, Auf Fall. Der rechten Seite haben Sie sogar einen Kamin für ganz kalte Tage. Also ich muss sagen, die Küche ist echt nicht so nice, ne?
Oh, tut mir leid, da hat jemand wohl seine Pizza vergessen. Ja, also ich meine hier, das ist eine Mikrowelle, ja, es gibt hier nicht mal einen Herd, aber Leute, ich sag euch ehrlich, ich bin eh niemand, der so wirklich daheim kocht. Ich bin eher derjenige, der auswärts essen geht. Ich denke, für mich sollte es reichen. Hier mit Büro eher, ja, so eine Hustler-Wohnung, wie man sieht. Okay, ja, die Küche ist, naja, was ist das denn? Kommen Sie mal mit, sehen Sie das? Was ist das? Nun ja, Sie können hier unterschiedliche Spiele spielen, verstehen Sie? Das ist... Dann können Sie zum Beispiel Ihre Freunde einladen und hier links und rechts auch zusammen spielen. Okay, 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 dann bin ich jetzt erstmal gespannt, was ich... Ah, das ist die Garage, okay, logisch. Oh, schöne Garage mit Werkzeugkasten. Geil, geil, wir können sogar tun, Leute, das reicht auf jeden Fall. Hier, Essbereich mit deinem Auto, was kopfüber hängt, ja? Richtig. Das Auto gehört dem Vorvermieter. Okay, interessante Dekoration. Also Leute, ich sag euch ehrlich, wenn der als Deko ein Auto einfach Kopf herum umgehängt hat, Leute, das Auto ist mindestens 50.000 wert oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Was soll das für ein kranker Typ gewesen sein? Herr Lustig, bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Wie mögen Sie Ihre Geschäfte zu erledigen? Schön hell oder schön dunkel? Wie Geschäfte? Naja, ich sag mal so, wenn Sie Ihre Geschäfte erledigen wollen, dann können Sie natürlich hier Ihre Geschäfte erledigen. Okay, Sie haben sogar ein Fenster hier. Ja, ist ein schönes Klo. Ja, also Leute. Und das Gute ist, wenn Sie nach rechts gucken, können Sie sehen, wie Sie gerade aussehen bei Geschäfte erledigen. Ja, das brauche ich. Ja, okay, also Leute, ich hätte jetzt auch gerne eine Dusche, aber ist okay, da mangelt man nicht. Ist dann okay. Gehen wir mal hier weiter. Das ist das erste Schlafzimmer. Erstes Schlafzimmer, okay. Richtig. Okay, hier geht's auf jeden Fall ziemlich gut ab, wie ich sehe. Ja, okay. Cooles Schlafzimmer. Gefällt Ihnen Ihnen das? Also, so als Gästezimmer würde ich es gerne nehmen, aber gibt's vielleicht noch ein Schlafzimmer so für... Oh ja! Für mich. Richtig. Oh das ist ja. Natürlich das Main-Schlafzimmer für ja. Sie und Ihre Frau. Ja, okay, Frau gibt's jetzt nicht, aber sehr nice, okay, oh, sehr gut. Sie stehen nicht auf Frauen oder was? Doch, ich habe nur keine, ja. Achso, ich dachte, Sie sind vom anderen Ufer. Aber nein, okay. Nein, alles gut. Okay, also das Zimmer gefällt mir gut, also das ist super, hier Wohnbereich, ja. Kommen Sie mal mit, Sie haben den Garten nicht angeguckt, oder? Ja, der das Garten. Das ist der Garten, Sie haben sogar ein eigenes Jacuzzi. Aber ich habe... Hier wäre doch eigentlich voll der gute Platz noch für einen Pool gewesen, oder nicht? Aber schöne Mauer, Leute. Das können Sie selber noch irgendwann in Zukunft errichten, ja, okay. Wenn Sie möchten. So ein Pool, Leute, könnt ihr eigentlich hier echt noch hinbauen. Aber so ein Jacuzzi reicht mir eigentlich auch, Leute. Sag ich ehrlich, ich bin eh nicht so der Poolboy. So ein Jacuzzi, ja, gefällt mir gut, Jacuzzi. Aber ich sag euch ehrlich, kommen Sie wieder rein. Okay, Grillbereich, schöne Terrasse. Warten Sie ganz kurz. Okay, hier. Ja, Leute, ich sag euch ehrlich, das Haus ist halt für eine Person wie mich eigentlich perfekt, Freunde. Sollte eigentlich übel gut sein, so, ja? Okay. Moment mal, bevor wir da reingehen. Sie sind doch ein Geschäftsmann, oder? Ja. Nun ja, ich sage mal so, falls Sie private Gespräche oder vielleicht Businessgespräche haben, können Sie Ihre Freunde und Geschäftsmänner hier einladen, um wirklich über alles zu reden. Sorry, noch ganz kurz Frage. Die Waffen hier, die sind echt, ne? Nee, die sind nicht echt. Natürlich sind die nicht echt. Okay, Leute, sieht geisteskrank aus. Also, denke ich zumindest. Na, okay, gut, dass ich denke. Hier noch Kamin zum Chillen, mega süß. Das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Wow, was wurden hier für Pläne geschmiedet? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Leute, was ist das? Das sieht aus wie ein Auftrag für einen... Damit habe ich gar nichts zu tun. Überfall oder sowas, Leute, ans Casino. Das sieht aus wie ein geplanter Überfall aufs Casino, Leute. Sorry, wer hat hier gewohnt? Nun ja, kommen Sie mal mit. Ja, Leute, wissen Seminar. Sie, hier haben andere Menschen gewohnt. Keine Superhelden, aber Menschen, die wirklich Pläne geschmiedet haben. Leider sind die nicht mehr in Los Santos. Die haben die Stadt verlassen, aus irgendwelchen Gründen. Okay. Und uns wurde das Haus zur Verfügung gestellt, damit wir es weiterverkaufen. Verstehen Sie? Ja, logisch. Und ich habe sogar gehört, dieses Gebäude besitzt Legenden und Mythen. Sogar ein Schatz soll hier angeblich versteckt worden sein. Aber bis jetzt war niemand in der Lage, diesen Schatz zu finden. Okay, cool. Also das waren irgendwelche krassen Leute, ne? Anscheinend schon. Vielleicht war das auch nur einer, vielleicht auch eine. Ich weiß es nicht, okay. Ob Mann oder Frau, das weiß man alles nicht. Verstehen Sie? Okay, Sir, wissen Sie, was wir jetzt machen? Ich würde sagen, ich laufe nochmal hier durch die Gegend. Guck es mir an, warten Sie an meinem Auto und ich überlege es mir, ja? Aber was Sie ist was, den der Preis, der Preis, der Preis, Sir, ja? Der Preis. Nun ja, ich sage mal so, weil hier unter anderem auch Superhelden gelebt haben. Es haben doch keine Superhelden Spaß, gelebt. Das war natürlich nur Spaß. Aber trotzdem haben wir hier ein sage und schreibe 5 Millionen Gebäude. Weiß ich nicht, ob Sie das haben wollen. Müssen ja.
Ja, ich überleg's mir jetzt. So, ich guck's mir an. Ja, warten Sie kurz. Leute, was sagt ihr zu diesem Haus? 5 Millionen, es ist nicht so groß, Leute. Wir haben hier nicht mal eine gescheite Küche, aber das reicht, um zu überleben, Leute. Wir haben einen Essbereich, wir haben zwei Schlafzimmer, das heißt, ein Kollege kann noch da pennen. Wir haben eine coole Garage, wir haben auf jeden Fall ein Bad, was in Ordnung ist. Wir haben auch eine moderne Einrichtung. Wir haben einen Seminarraum, falls wir mal ein Business starten wollen. Hier kann man dann dingern. So, wisst ihr, wie... Oh, wartet mal, Leute. Ich bin hier gerade gegen die Wand gelaufen und die lässt sich aufschieben. Davon... Wartet mal. Ach, du heiliger Bimbam. Ganz viele Zeitungsartikel von irgendwelchen Räubern. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Leute. Leute. Hier ist... Hier kann man Waffen basteln. Hier sind selbstgemachte Waffen. Hier sind Schmiedepläne für Waffen. Hier ist ganz viel Gold und Bargeld. Leute, ich wette mit euch, hier sind Waffenkisten, Leute. Hier ist komplettes Waffenarsenal. Also der Keller ist mindestens mehr als 100 Millionen wert, wie das hier aussieht, Leute. Guck mal an, allein dieses Gold hier ist wahrscheinlich schon 50 Millionen mindestens wert. Dann, Leute, hier ist sogar ein Elektroschocker. Hier ist eine Folterkammer. Hier wird jemand eingesperrt und übernacht. Alter, das ist krank, Leute. Ich muss ganz schnell hier raus. Ich muss ganz schnell hier raus, Leute, bevor ihr das hier sieht. Raus. Leute, für 5 Millionen lohnt sich das Haus einfach nur zu kaufen, damit wir heute wieder komplett unser ganzes Geld verdient haben und noch viel mehr. Sir? Ja, das sehen Sie ja endlich wieder. Ich kaufe das Haus. Sie kaufen das Haus. Ich kaufe wunderbar. Das Haus. Hier. Sie wissen, was Sie damit machen. Sie geben mir eine wunderbare Prämie dadurch. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Können Sie zu Fuß nach Hause sich ein Taxi rufen? Ich brauche meine Zeit für mich. Auf Gut, Wiedersehen. Dann würde ich alle Papiere fertig machen und dann unterschreiben Sie demnächst, ja? Ciao. Können Sie jetzt endlich gehen? Warum sind Sie so euphorisch? Können Sie jetzt endlich gehen? Ich will alleine mein Haus, ja? Das Privatgrundstück. Nun ist das aber noch nicht Ihr Haus. Sir, bitte. Das Grundstück verlassen. Gehen Sie bitte jetzt von meinem Grundstück. Und ja, danke. Ich darf das eigentlich nicht, aber ausnahmsweise, weil sie das ja eh kaufen. Ich hab's schon gekauft, ich hab ihm das Geld geschickt. Leute, er muss endlich verschwinden. Habt ihr gesehen, was im Keller liegt, Leute? Alter, ich glaube, wir haben den Schatz gefunden von diesem Haus, Leute. Scheinbar irgendein kranker Mafiosi hat hier seinen Schatz gebuddelt. Aber ist es wirklich sicher hier oder kommt er jemals wieder zurück und will diesen Schatz haben? Aber ich glaube, Leute... Wir sind hier ziemlich reich. Lasst ein Like, dann schreibt in die Kommentare, was sollen wir machen? Sollen wir in dem Haus drinnen bleiben und mit dem Geld noch mehr Autos kaufen für unser Haus? Oder was sollen wir tun? Abonniert den Kanal, checkt diese Videos ab und ciao.